Moin Moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück beim Großpreis von Monza mit dem Virus. Hallöchen Leute, wie geht's euch? Alles klar? Und wir versinken gerade im Wasser, kann man sagen. So, hier haben wir mal eine Rennstrategie offen gemacht, wie ihr seht. Ah, wieder ein regnerisches Rennen und Ja, ja. voll für den Horst. Keine Boxeneinfahrt, also sei denn, es passiert was, ja. Aber ich denke, man denkt, der passiert definitiv was. Lass uns Ja. mal überraschen. Virus muss auf jeden Fall in der ersten Kurve schön aufpassen. Los, geht's So, los. Kupplung. Ja. Mal gucken, wie der Start aushält jetzt. Und? Ja! Ja, schon wieder schlecht weggekommen. Aber der Hamilton auch. Der Bottas saugt sich an mich ran. Geh weg. Oh, die Hilfe. Ich hab den Ricardo direkt. Oh. Ich werde eingeklemmt. Da komme ich mal dazwischen, Digga. Oh, yes. Hast du den Kampf zwischen den beiden ausgenutzt? Sehr schön. Die sind ja weiter außen gefahren, weil die ja so viel abgebremst haben. Und dann bin ich innen vorbeigerollt. Ja, sehr schön. Gerollt sogar. Ja. Oh, hier soll man schon bremsen, alles klärchen. Ja, war auch nötig. Boah, Oh, Alter, Scheiße. was hier für ein Wasser auf der Strecke liegt, ey. Okay, ich muss mich nach dem Daniel richten. Also das erste Mal, dass wir mit blauen Dings fahren, Alter. Wow. Weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, aber so viel Nee. Regen noch nicht, Ich glaube ich. muss ganz ehrlich sagen, das so oft, wie wir jetzt gefahren sind, hatten wir grün, keine blauen. Alter Schwede, die haben schon gut Profil, die Dinger, das sieht man. Ich bin froh, dass ich nicht direkt hinter dir bin, damit ich etwas sehe. Wenn das Wasser hinten die Reifen hochkommt, Alter, das ist grausam. Oh ja. Boah, hier muss man echt sehr mit Stottergas arbeiten bei dem Wasser. Alter, machst du mal wieder gerade? Ich wäre gerade fast ausgebrochen. Ja, ich hab's gesehen. Ich muss dir jetzt leider die Sicht vernebeln, geht leider nicht anders. Alter. Oh, du wolltest aber jetzt irgendwo hin, ey. Ich dachte eigentlich, der dreht sich einfach so ein, aber irgendwann wollte er zu viel drehen. 1,41, what the fuck? Was Wasser so alles ausmachen kann. Oh, war zu schnell. Die S-Kurven bei Regen. Ei, jemine. Aber ein gutes hat's, wir können uns wenigstens durch Boxenstopps nicht das Rennen versauen. Aber wenn wir vorsichtig fahren, fahren wir uns an der Karre auch nichts kaputt. Genau, erstens das und dann können wir das so zu Ende fahren. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Ja, jetzt habe ich gerade schon Schreck gekriegt. Ja, ich musste jetzt etwas anders noch, damit sich zählt als abgekürzte Verwarnung, so weißt du, so Ja, Strecke. sehr schön. Hatte ich zwar jetzt ein bisschen Zeit gekostet, aber. Ja. Ja, ich habe gerade auch mal kurz Kiesbett geknutscht, aber bei den Reifen macht das nichts. Das sind richtige Reifen, die sind gut dafür. Habe ich nicht gesagt. Ja, man will es ja nicht unbedingt ausprobieren, ne? Es ist ja scheiße, sich von dem Trecker aus im Kiesbett ziehen zu lassen. Tja. Oh, das war ein netter Drift, Alter. What the? Ja, sollte man nur nicht so oft machen. Also geschmeidigen rechts rein, links rein und los geht's. Oh, komm rum, Alter. Die letzte Kurve, die zieht sich im Regen, du. Oh, 1,40 habe ich gemacht jetzt. Na, guck. Ich hatte vorhin 1,42, 1,40, trotzdem kleinen Dreher, also beziehungsweise, ja, die Streckenabkürzung vorhin. Und da ich Oh, die die ja. Kurve war gut. Ah, sieht noch alles super aus. Genug Benzin haben wir auch noch. Oh, sehr schön. Naja, ob das so schön ist, ist eine andere Sache, weil da müssen wir wieder rein Reifen wechseln. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Kurve gut gekriegt, das meine ich. Ach so. Hast du einen Jeff nicht? Hattest du keine Nachricht von Jeff? Nein, zum Glück nicht. Bin froh, wenn ich von dem Penner mal nichts höre, In 5 Minuten hört der Regen, lässt der Regen nach. ey. Ja, wenn er nachlässt, ist die Straße trotzdem noch nass.
Ja, aber dann musst du nicht mehr mit Blau fahren, sondern kannst mit Grün fahren. Dann ist die Frage, ob man reingeht zum Wechseln oder nicht. Na, mal abwarten, was Jeff sagt. Wenn es so bleibt, wäre schön. Sieht ja am Himmel aus, als wenn es sich ein bisschen auflockert. 1,35 im Regen, Daniel, gut. 1,37 Virus, oh Mann, wo hol ich das denn weg, ey? Und die Zeit habe ich auf Mager gefahren. Okay, ich sollte mal wieder hochstellen. Schnellere Motoreinstellung, als wenn ich bei Regen schnellere Motoreinstellung bräuchte, Jeff. Du bist auch ein Trottel. Du bräuchtest eine trockene Strecke, aber nicht schneller. Ja, das Leben ist leider kaputt. Wahrscheinlich meint er für die Beschleunigung, aber die wäre bei dem Regen dann nicht so toll. Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss, dass irgendwie was noch passiert, weil gerade läuft es einfach zu gut. Ja, jetzt hat er gerade mehr. Der Starkregen letzte 5 Minuten, etwas weniger. Ja. Komisch, bei mir hat er es vor 2 Minuten gesagt und jetzt sagt er bei dir nochmal 5 Minuten, alles ja, klar. Ja, voll synchron. Da ist die Strecke nass. Oh ja. Aber der kleine Ferrari, der macht das schon. Gute Reifen, die machen das. Das auch. Das Pferdchen mag Regen, sagen wir es so. Ja, ist klar. Eigentlich nicht, aber... Oh, 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 Abkürzung. Okay, jetzt. Wir haben eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Nein! Was denn? Nein! Hier habe ich es doch gekriegt. Verdammt, zu spät gebremst. Strafe? 3 Sekunden Zeitstrafe. Ja, wenn du die rausfährst, ist doch egal. Du bist ja lustig. Dafür habe ich jetzt gerade viel verloren. Weil dieser Springerei hast du keinen Bodenkontakt. Ja, wenn du merkst, du schaffst es nicht mehr, dann geh nicht in die Kurve, fahr geradeaus durch. Da ist doch extra diese Auslaufzone. Die 3 Sekunden hättest du ja dann so oder so gekriegt. Dann hättest du nicht so viel Zeit verloren, weißt du? Ach so, ja. Ja, Chef, wir bleiben bei den aktuellen Reifen. Ist in Ordnung. Ich hätte auch nicht gewechselt. Weil da ist ja extra diese Betonausfahrt geradeaus, wo die, wo diese Fahnen stehen da, diese Pappaufsteller. Hier seht ihr sie ganz gut, meine Freunde, da geradeaus. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 9,4 Sekunden. Sollte man natürlich, wenn möglich, so wenig wie möglich benutzen. Komisch, der hat doch gesagt, Regen lässt nach, sehe ich nichts von. Ja, 5 Minuten, die 5 Minuten sind ja noch lange nicht um. Bei meinem schon, wo er gesagt hat. Oh, 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 jetzt habe ich vergessen. Da. Schön aufpassen. Oh, noch gerettet. Wir sind nicht länger sicher, dass dieser Reifensatz der richtige ist. Es könnte jetzt Zeit für einen Reifenwechsel in der Box sein. Fahrer hinter mir. Sagte Jeff gerade, er ist sich nicht sicher. Ob dieser Reifensatz noch der richtige ist? Ja, willst du mich eigentlich verarschen, ey?
Aber Jeff scheint ja heute ziemlich gut drauf zu sein. Er macht sich gern Scherz. Statusreport. Teamkollege. Er hat gerade gesagt, das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ist der eigentlich noch ganz... Erzählt uns eine andere. Was ist das denn? Kündigen, sofort kündigen den Sack, ey. Ist ja schön, dass ich in der Box war. Da war das aber ein ziemlich schneller Boxenstopp. Du warst in der Box, davon weiß ich ja gar nichts. Nee, ich auch nicht. Weil normalerweise sagt der Teamkollege ist in der Boxengasse, ne? Oh, die Strecke trocknet so ein bisschen, man sieht's. Ja, beziehungsweise, es kommt kein Regen mehr von oben. Ja, doch, aber... Nö, ich fahre den noch so ein bisschen länger, so lange wie es geht. Ja, warum sollte man denn jetzt die scheiß Reifen wechseln? Ja. Erst wenn wir merken, dass mit denen nichts mehr geht, dann können wir wechseln, meine ich. Oh, Alter, was ist das denn? Ich fahre so schnell, war ich doch gar nicht. Bremse ich nicht genug oder was? Oder ist wirklich Zeit für einen Reifenwechsel? Also ich kann mich noch nicht beschweren. Musst du wissen. Kann natürlich sein, dass die Intermediates jetzt besser werden. Ich weiß es nicht. Alter, was war das denn? Holla, war das ein Rutschkonzert. Ich fahre auf jeden Fall keine besseren Zeiten hier. Ich merke schon, die Reifen, die taugen nichts mehr. Ich rutsche und rutsche und rutsche. Ja, nein! Merkst du es auch schon? 5 Sekunden Boxenstopp, Gas! Och nö, jetzt haut er sich ja auch noch weg. Weil du sagtest, ich könnte ja abkürzen. Und dann sagt er auf einmal, kommt er mit, dann ist so, ja, ganz toll. Ja, du kriegst dann Strafe, ist doch klar. Muss auch früh genug bremsen, Mensch. Na komm, schleudige Mann. Hör auf! Oh. Ja, ich fahre... 8 Sekunden schon. Heieiei. Ja, ich muss jetzt durch die Boxengasse fahren wegen den 5 Sekunden. Naja. Deswegen kündige ich jetzt keinen Boxenstopp an. Ich fahre jetzt direkt nicht in die Boxengasse rein. Lass einmal durchfahren, damit ich den Scheiß wieder drinne habe und fahre dann vielleicht in der übernächsten Verbindung. Was ist jetzt kaputt? Verbindung von Steam verloren. Ich bin raus. Warum? Keine Ahnung. Oder du? Oh nein, ich bin noch drin. Du bist raus. Da stand unten, Virus hat die Session verlassen. Boah, Gott sei Dank konntest du wieder rein. Ja, nur es lädt noch. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt gleich lande oder was. Du bist auf Norm 2. Na, lad doch mal hin. Ich will fahren und nicht zugucken. Zuschauermodus. Wie Zuschauermodus? Steht da nicht... Nein. Steht... Irgendwo müsste dann einsteigen stehen oder bei... Nein, da stand nur ein großer Text und ich konnte nur auf OK drücken im Zuschauermodus. Ja. Kannst du nur hoffen, dass dein Fahrer schnell genug ist und die letzten 3 Runden gut übersteht. Aber ich meine, der fährt so, wie du in den letzten paar Runden gefahren bist, die du noch gemacht hast. Weil wäre jetzt ärgerlich, wenn wir jetzt nochmal alles von vorne machen müssen. Nee, das KI. Fährt ein bisschen anders. Okay. Wenn's reicht, ist ja gut. Ah, die scheiß Reifen, ey. Komm schon, KI-Virus, streng dich an. Alter, kotzen, Alter, Mann, ganz ehrlich, ey. Jetzt schaue ich mir gerade zu. Ja, mach das, weil dann haben wir deine Sicht wenigstens. Zuschauermenü. Ausblenden.
Ja, ich wechsle auf jetzt Cockpit ein, Dings, und da müssen wir jetzt vorher nochmal irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen wegschneiden oder was. Das ist auf jeden Fall nicht mehr synchron jetzt, ne? Von der Auflage her. Aufnahmelänge her. Na gut. Machst du nix. Aber besser so, als wenn wir jetzt hätten nochmal alles von neu machen müssen. Ja, Freunde, ihr wundert euch, was ist jetzt los? Die Sache ist, mich hat es auf einmal aus dem Spiel rausgehauen. Keine Ahnung warum oder was das jetzt für ein Fehler ist. Ja. Das ist jetzt von der Anzeige her vom Zuschauermodus und damit das so noch halbwegs ein bisschen aussieht, obwohl die Anzeige für Rennen und Strecke nicht angezeigt werden. Aber naja, dann ist das halt so. Dann schauen wir mal, dass der Virusbot jetzt das schön zu Ende fährt am zweiten Platz und dann ist das alles Banane, hoffe ich mal. So laut Daniel seine Aussage. Ja, ich glaube aber langsam nicht mehr, dass du noch Zweiter wirst, weil du hast ja auch noch die Zeitstrafen, ne? Ja, das wollte ich eigentlich und dann hat es mich rausgehauen. Ich habe mir ja schon einen Plan zurechtgelegt, dass ich das hier mache. War gerade ausgesprochen und dann war ich auch schon weg. Ja, eben erst bei mir und jetzt bei dir ist zum Kotzen. Mein Gott, bremst sehr früh, ey. Ist ja grausam. Kein Wunder, dass ich nicht auf dem zweiten bleibe dann. Blödes Sau. Ja, die anderen bremsen ja genauso früh. Ist natürlich doof, mir jetzt selber die ganze Zeit mal fahren zu gucken, obwohl ich jetzt jemand anzugucken könnte, ey. Ah. Ja, ist ja nur noch gleich für eine Runde. Was? Soweit schon? Von wie vielen Runden? Ja, von 13. 12 von 13 haben wir jetzt. Ist gleich nur noch eine Runde. Deswegen habe ich ja gesagt, Neuanfang wäre doof gewesen. Ja. Hoffe, dass die nächste Runde besser läuft, ey. Na. Ich hoffe es auch. Oh, hier hat es eingeledert. Oh Mann, ey. Ich lese gerade auf. Ich habe ja Zeit, mal die ganzen Schriften auf dem Auto zu lesen, so richtig. Und ich habe da Einspruch auf der Motorbedingung, hast du auch drauf. den großen Weißen. Und ich denke mir gerade, du bin ich auch. Oh, jetzt wird's aber knapp bei dir. Ja, er kriegt ja durch die Gegend. Er fährt ja nicht wie ich. Er bremst viel zu früh. Gib Gas, Mann! Geht runter vom Gas, wieder drauf, Alter. Oh, Otto, ey. So, letzte Runde. Nicht so früh bremsen, Alter. Was stimmt denn mit dir nicht, ey? Ja gut, weil ich immer noch mit dem Blauen unterwegs wäre. Die Grüne wäre, würde das wahrscheinlich anders laufen, aber... Ja, die sind aber alle noch mit Blau unterwegs. Oh ja, keiner in die Box gefahren? Nee. Und du? Ich auch nicht. Okay, eigentlich. Aber ich merke das natürlich jetzt. Also eigentlich hat es ja eventuell vorgehabt zu wechseln, oder? Naja. Aber deswegen fallen auch gerade so viele aus, weil die Reifen einfach nichts mehr sind. Also, für das Wetter. Wie viele sind jetzt ausgefallen? Oh, 3 oder 4 bestimmt. Wow. Also aber schlagartig gemerkt, wenn es nicht mehr geregnet hat, ey, dass auf einmal irgendwann jetzt nach 2 Runden der Regen von oben nachgelassen hat, dass du auf einmal anfängst zu rutschen wie auf Schmierseife. Naja, weil die Reifen einfach keinen Grip mehr kriegen. Komm, gib Stoff, Mann! Gib Stoff! Tritt durch! Ah! Ja, ich werde auch noch angeschoben! Folg, ich werde überholt! Du verdammt! Ja, das ist schon... Virus auf Platz 5, mindestens. Alter, wie kannst du so lahmarschig fahren, du Sau? Kommt wahrscheinlich mit den Reifen auch nicht mehr klar. Ja, ist aber scheiße, Alter. Ich weiß jetzt nicht, wer mich überholt hat. Was will ich jetzt sehen? Das war der Hamilton. Ja, dieses blöde Schwein, ne? So, dann gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Okay, zu Ende, halt. Wie weit der Virus mit seiner Strafe gleich auch? Normalerweise müsstest du dann Vierter werden. Dritter oder Vierter? Ich hab schon, Podium sehe ich hier schon, lol. Ein fantastischer Sieg. Naja. Ja. Wir sehen jetzt erst, wie das Ergebnis ist danach. Na, wieder mit zweimal weiß. Nee. Ja, ich sag da, der Penner hat mich überholt. Der hat mich sogar fast gedreht, dieses Arsch.
Mann, ey. So, dann werden wir es jetzt auf der Gesamtabrechnung sehen. Boah, ist das wegen so den krass. Zeitstrafen auch noch. Hä? What? What? 17. Disqualifiziert wurdest du. Ich hab okay. Du hattest 13 Sekunden Zeitstrafe. Ich doch nicht. Das waren 8. Ich wollte in der Runde, wo ich rausgeschmissen worden wurde, eigentlich in die Box fahren, durch die Boxengasse rollen. Ja, so. Dann hätte ich den weg gehabt. So. Und dann Scheiße. Irgendwann hätte ich dann... ja, hätte nur noch die 3 Sekunden gehabt, aber hätte einen Reifenwechsel vorgenommen. Hm. Mann! Ach, ja. Kacke. So, somit konnte ich das jetzt nicht beheben und sitze jetzt da. Scheiße, dumm gelaufen. Ja, besseres so. Bildmaterial und das jetzt neu aufnehmen machen wir jetzt nicht. Wir lassen das jetzt einfach so, ja. Und tut mir leid, Leute, es ist nochmal, da guckt euch die vom Daniel die Aufnahme an. Die Verlinkung ist oben, in der Verlinkung drin am Video oben, dieses Ausrufezeichen. Dann, ja. Ich mache mal eben schnell ein Foto hier von den Platzierungen. Ja, meine Aufnahme ist damit beendet. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, bis zum Renntag. Jo, tschö. Ciao mit V.